WDR Zeitzeichen. Stichtag heute. 10. August 1896. Der Todestag des Flugpioniers Otto Lilienthal. Die Macht des Verstandes, oh, wend sie nur an. Sie wird auch im Fluge dich tragen. Otto Lilienthal. Der Vogelflug als Grundlage der Fliegekunst. Berlin 1889. Verschiedentlich ist es glatt und gut gegangen. Ella Storbeck, Augenzeugin. Aber da sah ich denn, wie er eben hochging, ob es nun durch eine Windböe kam oder was es nun war. Der Apparat überschlug sich und er stürzte dann senkrecht ins Tal. Daran erinnere ich mich nun noch ganz genau. Bischof, ich kann fliegen, sagte der Schneider zum Bischof. Bertolt Brecht, der Schneider von Ulm. Pass auf, wie ich's mach. Und der stieg mit so einen Dingen, die aussahen wie Schwingen, auf das große, große Kirchendach. Das war am 9. August. Wollten wir den Versuch machen, aber weil das nur so windwegig war, so hatte ich ihn abgeraten. Aber er sagte zu mir, Beilich, wir machen einen Flug und dann fahren wir zu Hause. Paul Beilich, Schlosser und Mitarbeiter. Dann hat er den Flug gemacht und es war der letzte. Wir sind ein Stück weggeflogen, waren lieber mit einmal oben still. Und einen Moment neigte sich der Apparat nach vorn und Kopf über runter. Der Mensch ist kein Vogel. Es wird nie ein Mensch fliegen, sagte der Bischof den Leuten. Verschiedentlich ist es glatt und gut gegangen. An die 2000 Mal ist es gut gegangen. Daran erinnere ich mich nun noch ganz genau. Ein Otto Lilienthal schert sich nicht darum, was Bischöfe in Gedichten oder was die Leute sagen. Er hat zwischendurch aber nochmal das Bewusstsein. Hat er nochmal bekommen, ja. Opfer müssen erbracht werden, soll er gesagt haben. Nach anderen Quellen waren die letzten Worte des Otto Lilienthal: Ist nicht so schlimm, kann mal vorkommen. Ich muss mich etwas ausruhen, dann machen wir weiter. Otto Lilienthal ist schwer verletzt. Bruch des dritten Halswirbels oder eine Hirnblutung. Auch hier gibt es unterschiedliche Quellen. Schon beim Transport nach Berlin in einem Zug fällt er ins Koma. Am Tag darauf, am 10. August 1896, stirbt er, heute vor 125 Jahren. Es heißt immer, dass Lilienthal der erste Flieger der Menschheit gewesen ist. Das ist eigentlich nicht ganz richtig. Es hat schon tausende Jahre vor ihm Leute gegeben, die sich zum Beispiel an Fesseldrachen gehängt haben und damit aufgestiegen sind. Ein bisschen wie heutige Kitesurfer am Strand. Und dann war da noch dieser berühmte Schneider von Ulm, 1811. Und klar, die Ballonflüge, auch wenn die nach der Definition der Ballonleute eben keine Flüge sind, sondern Luftfahrten. Also das eigentlich Besondere an Lilienthal war, dass er, wenn man so will, das Prinzip von Tragflächen und verschiedener Flügelprofile systematisch und sehr akribisch, ja, typisch deutscher Ingenieur, untersucht hat. Bei unzähligen Testreihen immer wieder gemessen, verändert, neu gemessen. Was passiert, wenn ich den Winkel zum Luftstrom vergrößere? Alles in Listen notiert, bewertet und so weiter. Gewölbte Flächen erzeugen einen größeren Auftrieb als gerade Flächen. Kennt jedes Kind, das seine Hand zum Autofenster raushält. Die Kleinstadt Anklam in der Provinz Pommern. Der 23. Mai 1848. Otto Lilienthal kommt auf die Welt. Das Städtchen an der Ostsee hat heute das Motto: Ich flieg auf Anklam. Otto ist das erste von 8 Kindern des Kaufmanns Gustav Lilienthal und seiner Frau Caroline. Der Vater ist Tuchhändler mit, wie es heißt, großer technischer Begabung. Die Mutter hat Musik studiert. Otto bekommt von beiden Eigenschaften eine Menge ab. Er wird sogar mal ein Theaterstück schreiben, die musische Begabung. Dass er technisch was los hat, liegt auf der Hand. Seine Kindheit ist nicht eben leicht. 5 seiner Geschwister sterben im Kindesalter. Ihm bleiben sein Bruder Gustav, der später bei der Entwicklung der Flugapparate an seiner Seite steht, und die 8 Jahre jüngere Schwester Marie. Sie wird ihm später beim Protokollieren der Messwerte helfen. Auch der Vater stirbt früh und plötzlich mit 43 Jahren. Da ist Otto gerade 13 geworden. Ungesunde Wohnverhältnisse, besonders das Schlafen in dunklen, luftlosen Kammern mit Schwamm im Fußboden und unverständige medizinale Behandlung mögen dazu beigetragen haben, die kleinen Wesen unter die Erde zu bringen. Otto Lilienthal, 40 Jahre später. Eintrag in eine Familienchronik. Eigentlich hat die Familie nach Amerika auswandern wollen.
Aber nun, ohne Vater, ist daran nicht zu denken. Sonst hätten die Vereinigten Staaten neben den Gebrüdern Wright einen weiteren wichtigen Flugpionier für sich verbuchen können. Mit 16 Jahren verlässt Otto Lilienthal das Anklammer Gymnasium nach der 9. Klasse und besucht für 2 Jahre die Provinzialgewerbeschule in Potsdam. Weil er einen Abschluss mit Auszeichnung erreicht, kann er an der Berliner Gewerbeakademie studieren. Die Akademie ist die Vorläuferin der späteren Technischen Universität. Neben seinem Maschinenbaustudium arbeitet Lilienthal als Praktikant in einer Maschinenbaufirma. Anfangs ist er noch ein Schlafbursche, so heißt es damals. Er teilt sich sein Bett abwechselnd mit einem anderen Untermieter. Später erhält Lilienthal ein Stipendium und damit steht er finanziell so gut da, dass er auch seinem Bruder ein Studium ermöglichen kann. Nach dem Deutsch-Französischen Krieg von 1870 und 71 findet der junge Maschinenbauingenieur Otto Lilienthal eine Anstellung bei der Dampfmaschinenfabrik Weber in Berlin. Später wird er Konstruktionsingenieur bei der Maschinenfabrik Hoppe. Hier wird er sich das Know-how holen für seine eigenen Fabriken später. Auch für eine kleine Dampfmaschine, die man praktischerweise an eine Wand hängen und als Kleinmotor betreiben kann und die sich Lilienthal patentieren lassen wird. Und er macht einen Ausflug in die Bergwerkstechnik, baut später eine sogenannte Schremmmaschine. Damit wird ein Kohleflöz angeritzt, was den Abbau der Kohle erleichtert. Dieser Ausflug führt ihn zu seiner späteren Frau Agnes. Sie ist die Tochter eines Obersteigers. Otto und Agnes heiraten 1878. Alles im Leben des Otto Lilienthal hat darauf hingedeutet, dieser Mann würde als Ingenieur und erfindungsreicher Firmengründer in die deutsche Industriegeschichte eingehen. Zwischendurch entwickelt er ein Baukastensystem aus künstlichen Sandsteinen. Die wird später als Ankersteinbaukasten Weltruhm erlangen. Später gehört ein Modellbaukasten zum Sortiment des Fabrikanten Lilienthal und eben kleine Dampfmaschinen. Die Berliner Maschinenfabrik Otto Lilienthal ist ein grundsolides Unternehmen. Aber würde heute noch irgendjemand dieser Erfolge wegen den Namen Otto Lilienthal kennen? Gäbe es überall auf der Welt Gedenkstätten, Straßen, Schulen, Flughäfen, die nach ihm benannt sind? Naja, ein erfolgreicher Techniker ist halt wahrscheinlich deswegen, weil er eben auch ein Träumer war. Dr. Bernd Lukasch, Physiker, ehemaliger Direktor des Otto Lilienthal Museums in Anklam. Sein Hobby, seine wahre Leidenschaft, seine, wenn man so will, Nebentätigkeit hat diesen Mann unsterblich werden lassen. Schon als kleiner Junge hat Otto Lilienthal den Kopf weit in den Nacken gelegt, hat vor allem Störche beobachtet. Wie schaffen die es, so anmutig und schwerelos wirkend durch die Luft zu gleiten? Von 1874 an startet Otto Lilienthal gemeinsam mit seinem Bruder die Auftriebsmessungen an schwach gewölbten Flächen, die an Vogelflügel erinnern. Schon als Schüler haben die beiden erfolglos versucht, es einem Storch gleich zu tun. Sie wollten mithilfe eines selbstgebastelten Flügelpaars des Nachts in die Lüfte aufsteigen. Später bauen die beiden mit Körperkraft angetriebene Schlagflügelgeräte. Nach 1874 erkennen sie, dank der akribischen Messungen, die die Schwester protokolliert, die Wölbung der Flächen und der Anstellwinkel verändern die Auftriebswerte. Und sie legen entsprechende Tabellen an, die heute für jeden Strömungstechniker zum kleinen ABC gehören. Sie hatten also hier in der Nähe Ihre Werkstatt und da haben Sie mit Otto Lilienthal... Drin in Berlin, Köpnicker Straße, hat er seine Maschinenfabrik. Nach der Theorie kommt die Praxis. Lilienthal macht erste Sprünge. Und da haben Sie die Vögel gebaut? Da habe ich gebaut, ja. Paul Beilich, der Schlosser und Mitarbeiter. 1960 gibt er hochbetagt ein Interview. Wenn wir den fertig hatten, sind wir rausgefahren, haben wir angefangen zu... Erste Zeit ging es ja nun nicht so, wie es sein sollte, nicht wahr? Wurde manchmal Fuß verstaucht und so. Und dann wurde immer wieder geändert und immer geändert, bis immer weiter, immer besser wurde. Also wie eine Fledermaus. Ella Storbeck, Zeitgenossin. Es waren große Flügel und Herr Lilienthal hängte sich da ein. Und es war nun eine gelb-graue Farbe. Ich nehme an, es war Art Bambus und war verbunden durch Leinen, wie ich das nun noch so in Erinnerung habe. Die Flugapparate sehen tatsächlich aus wie große Fledermäuse. Flügel aus Weidenholz, die Lilienthal und Beilich mit gewachsenem Baumwollstoff bespannen. Etwa 6 bis 10 Meter Spannweite.
In der Mitte hängt der Pilot. Lilienthal beginnt mit Stehübungen gegen den Wind, dann die ersten Sprünge im Garten seines Hauses. Er war der Wissenschaftler, der gemerkt hat, ich muss erstmal die Grundlagen schaffen. Dr. Bernd Lukasch. Er war der Techniker, der geschafft hat, mit seinen Grundlagen ein verkaufbares Produkt zu erzeugen. Und er war drittens der Sportler, der also didaktisch gut genug war, dass er also in einer Person nicht nur Chefkonstrukteur, Testpilot, sondern Fluglehrer und Flugschüler war. Später lässt der Ingenieur mit Hilfe seines Mitarbeiters einen Berg aufschütten, um eine größere Starthöhe zu haben. Noch heute existiert dieser Fliegeberg als Gedenkstätte, etwa 12 Meter hoch im Berliner Stadtteil Lichterfelde. Wie haben Sie denn das alles geschafft? Na, wir haben erst mit der K und dann nachher mit dem Moormolle auf die Schultern den Sand hochgetragen. Erst 25 Meter, dann 80 Meter, später an anderen Orten, zum Beispiel in den Rhinoer Bergen bei Stölln, auch 250 Meter. Die Strecken, die Lilienthal im Gleitflug zurücklegt, werden von Mal zu Mal länger, die zahlreichen Flugapparate immer besser. 1889 veröffentlicht der Ingenieur all seine Forschungsergebnisse. Der Vogelflug als Grundlage der Fliegekunst. Aber das Buch findet kaum Beachtung. So wie Menschen heute an die Zukunft der Elektroautos glauben, so setzt damals die breite Öffentlichkeit auf die Ballonluftfahrt. Lilienthal hält das leichter als Luftprinzip für einen Irrweg, wird aber nicht allzu ernst genommen. Andererseits verkauft er durchaus einige seiner Flugapparate. Somit wird seine Maschinenbaufirma zur weltweit ersten Flugzeugfabrik. Wir hörten eben, dass eben erzählt wurde, es kommen zwei Männer aus Berlin und die wären hier in unseren Gollenbergen, wollen hier Flugversuche machen. Ella Storbeck. Und da kam nun auch der Herr Lilienthal mit seinem Apparat oder wie man das eben nun so nennt. Und wir Mädchen, wir nun da umrum gestanden und haben das nun bewundert. Jede Flugzeugtragfläche reagiert auf die gleiche Weise. Das lernt jeder Flugschüler. Wenn der Flügel immer steiler angestellt und das Flugzeug immer langsamer wird, dann ist irgendwann Schluss. Dann beginnt die Luftströmung, die an der Oberseite der Tragfläche schneller ist als an der unteren, abzureißen. Oder genauer, die Luft beginnt von hinten zurückzuströmen. Der Auftrieb ist weg, das Flugzeug stürzt ab. Pilotenfehler. All das weiß damals auch Otto Lilienthal sehr genau. Die Frage also, warum stürzt er dann ab über den Gollenbergen? Also Lilienthal war sich einfach seiner Fähigkeiten so sicher, dass er dann das, was auch Technikern heute immer wieder passiert, also dann die Gefahr, die damit verbunden ist, aus dem Blickfeld verliert. Wie hat sein Mitarbeiter Paul Beilich gesagt, lassen Sie es heute lieber, es ist zu böig. Und wie hoch war er ungefähr? Na, er war ungefähr wie ein vierstöckiges Haus. Er hat sich einfach zu sicher einer zu rauen Windlage antraut, ist in einen überzogenen Flugzustand geraten. Und das ist einer, bei dem auch heute jedes Flugzeug abstürzt. Und bis heute ist das Überziehen, der Strömungsabriss und das anschließende ins Trudeln geraten eine häufige Absturzursache. Otto Lilienthal ist damals auch in dieser Hinsicht ein Pionier. Er ist wohl der erste Mensch, der mit einem Flugapparat ins Trudeln gerät. Die Macht des Verstandes, oh, wend sie nur an. Sie wird auch im Fluge dich tragen. Der Apparat überschlug sich, stürzte dann senkrecht ins Tal. Einen Moment neigte sich der Apparat nach vorn und Kopf über runter. Ich muss mich etwas ausruhen, dann machen wir weiter. Absturz am 9. August 1896. Der Tod am 10. August. Heute vor 125 Jahren. Otto Lilienthal. Ingenieur, Fabrikant, Wissenschaftler, Träumer. Sein Traum vom Fliegen geht in Erfüllung. Und sein anderer? Das Fliegen wird zum ewigen Frieden beitragen. Daran hat er geglaubt. Weil sich Armeen am Boden lächerlich machen, wenn man frei wie ein Vogel über jede Grenze hinweg fliegen kann. Und das war ja vielleicht einer der größten Irrtümer der Menschheit, wenn man so will. Also das Flugzeug hat in mehreren Etappen zur Revolutionierung des Krieges geführt. Aber das ist eine andere Geschichte. Im Zeitzeichen erinnerte Wolfgang Mayer an Otto Lilienthal, der am 10. August 1896 gestorben ist. Redaktion Ronald Feisel.